Unglaubliche 80 Videos habe ich zugeschickt bekommen. Super kreative Sachen drunter, mit dem Handy gefilmt, mit Slow Motions, mit Timelapses, mit Stop Motions, Burger anzünd und. Ich habe gedacht, ja, vielleicht 5 Videos, 10 Videos, wenn es gut kommt, kommen rein. Jetzt sind es 80. Für die letzten 1,5 Tage lang am Auswerten gewesen. Und habe eine riesige Liste zusammengestellt, die mit Simon Balisander und Thomas Palmer teilt. Sie haben sich je 5 ausgesucht, ihre 5 Favorites, ich auch. Wir haben also 10 bis 15 Favoriten, es gibt sicher noch ein paar Überschneidungen. Dann gehen wir einfach einen nach dem anderen durch und am Schluss müssen wir uns irgendwie einigen, welches der beste ist. Und dann einfach schnell über jedes Video ganz kurz darüber reden. Unglaublich schönes Gefühl für Einstellungen. Also ich meine, die Ketchup-Einstellung ist der Shit. Auch der Übergang vom fliegenden Brot nachher finde ich grossartig gelöst. Und wo er mich halt einfach gehabt hat, ist, dass er tatsächlich nicht nur die Entstehung vom Burger erzählt, sondern am Schluss mit einem Gag auflöst. Hat er etwas von einer Galaxus-Werbung, so ein Bruch, ein Werbung? Ja, hat aber scheiß Messer gebraucht, darum haben wir ihn nicht reingenommen. Ja, der hat mich so mega an den, ich glaube, Sam Calder oder so erinnert. Der macht so genauso Videos in dem Stil. Leider hat mich gestört der Eingangsshot, der erste Shot, den er macht, der ist ein bisschen gewackelt. Das ist eigentlich so das Schlechteste am Video, was mega schade ist. Aber sonst habe ich auch gefunden, er hat Sounddesign sehr schön verwendet, was die wenigsten gemacht haben. Er hat eine coole Idee gehabt mit der Kameraführung dort beim Messer, wo er so mit dem Schnitt mitgeht. Und er war einer der wenigen, der Typo zum Einsatz gebracht hat. Er hat am Schluss noch so ein kleines Motion-Tracking gemacht. Und auch gefunden, das ist, musst du auch zuerst mal machen. Ich habe ein bisschen zu dunkel gefunden, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Stilmittel ist, aber so sehr, sehr auf der dunklen Seite. Ich finde den Burger, den er dann so runterlässt, finde ich sehr geil. Wahrscheinlich an einem Vater oder so. Und nachher den Endshot, den finde ich ganz geil. Genau, es ist einfach so ein Burger, den du essen willst, gell? Also es ist wirklich so... Wenn er nicht 2 Donuts als... als Paddies hätte. Aber ist noch geil, ja. Finde ich aber, habe ich auch gelobt, weil es eine andere Idee ist. Der Aufwand, den er betrieben hat, ist natürlich affengeil. Das ist schon krass. Da noch frittieren auf dem Grill und so, das ist schon geil. Ihn habe ich gewählt, weil ich es mutig finde und geil finde, dass er trotz Besitzer von High-End Equipment aufs iPhone setzt. Und sofort. Und habe gefunden, es ist auch noch schön gelöst für das. Also man sieht nicht auf den ersten Blick, dass es jetzt ein Telefon ist, das gefilmt worden ist damit. Für mich auch einer der Top-Favoriten. Und irgendwie, ich glaube, wenn du nicht weißt, dass es mit dem iPhone war, dann kennst du es nicht. Aber wenn du es weißt, dann ist es so, dann hebt es noch ein bisschen raus, finde ich. Und Dara ist drin, meine ehemalige Mitarbeiterin. Ah, wirklich? Ja, sie ist auch schon Moderatorin beim Energy jetzt. Genius erzählt, sehr geil gemacht. Stop-Motion, eben das ist genau das, was ich eigentlich will von so einer Challenge, dass die Leute sich geile Gedanken machen und sehr, sehr krass animiert. Ja. Der ist einfach sehr herzig. Ja, der ist mega herzig. Und natürlich Color Grading, naja, aber Kunst-Feeling eh. Aber darum, für das bin ich da. Du vertrittst das Herz von der Künstler. Ja, als langjähriger Fantosch-Mitarbeiter geht mir dann das Herz auf. Weißt? Schade. Der Anfang finde ich sehr geil. Und nachher rutscht er halt dann auch wieder so ein bisschen das ab. Aber ich finde es sehr gut gemacht. Und das ganze Sounddesign hat er auch selber gemacht. Er hat alles mit der Verpackung vom Burger gemacht, mit den Bohnen, die er geschüttelt hat in der Verpackung. Ja. Behind the Scenes gemacht. Und das ist auch, also der Aufwand so dahinter, sehr geil. Der finde ich, das ist noch der, der am Insta wahrscheinlich so ein bisschen, der ist ja wirklich eine Werbung so. Das ist der einzige von denen, der wirklich eine Werbung ist, die ich ausgewählt habe. Genau. Er ist wirklich, ich finde eben auch, er mischt recht gut die Werbeästhetik mit dem künstlerischen Stop-Motion-Ding. Das Einzige, was mich an dem Burger stört, das wundert mich, dass nicht Simon gesagt hat, ich würde das Ding nie essen. Wenn er mit dem Licht gespielt hat, sehr geil. Ist zwar immer wieder das Gleiche, also von den gleichen Kamerabewegungen, aber das Licht finde ich recht geil, wenn er mit dem gespielt hat. Ja, das ist mir auch aufgefallen, also, dass er die Lichtfarbe quasi am Produkt anpasst, finde ich eine coole Idee. Aber es ist mir dann gleich irgendwie zu wenig, das Ding einfach zu drehen. Und ja, mit dem Speck und Pommes, die in den Sack reinkommen. Pommes schön geschnitten, habe ich dort.
Also nicht der Pommes, sondern ich habe das Video schön geschnitten, nicht Pommes. Gut, das ist gut taktet irgendwie, finde ich. Das ist mir noch nie aufgefallen. Es hat auch viele gegeben, die so einen so komischen Takt hatten im Schnitt. Und den habe ich jetzt noch easy gefunden, so von dem her. Und er hat aber keine Brötchen getoastet und es hat keine Butter auf der Ding. Das macht mich wahnsinnig. Geile Idee, ein bisschen kantig in der Umsetzung, aber muss belohnt werden, habe ich da reingeschrieben. Genau, es ist so. Leider noch einen anderen Ansatz, so eine geile Idee, wieso die Zutaten da herkommen. Das wäre geil gewesen, wenn es irgendwie wirklich seine eigenen, weißt du, ich weiß, was er will. Ganz geil wäre es gewesen, wenn er wirklich den Burger quasi zusammengesetzt hätte und dann irgendwie die Fotos von seinem eigenen Burger und dass die Übergänge ein bisschen besser sind, dann wäre das Huhe, dann wäre das klar. Ja. Weißt du, dass du die Fotos, das wieso? Das ist nicht so, weißt du, der Salat, den er reinlegt, hat ganz eine andere Farbe als der, zu dem, was nachher wird und so. Aber sonst finde ich die Idee eben mega geil. Also ich glaube, den kann man als, ja, kann man so ein bisschen als Erwähnung. Jetzt wird es schwierig. Jetzt haben wir irgendwie so zwei, ich glaube mal, wir haben etwa drei Favoriten, wo wir uns noch mal drüber streiten, oder? Also welche drei sind das gewesen? Das war eins, ich glaube, der Etienne, oder? Mit dem U-Burger, Deng und der Linard Lüchinger. Oder? Für alle okay, so als Top 3. Ja, ich glaube schon. Also jeder von uns darf 2 Punkte für den Erstplatzierten vergeben und 1 Punkt für den Zweitplatzierten. Der Drittplatzierte würde mit 0 durchgehen. Das heisst, Simon, seine Stimme, seine 2 Punkte gerichtet an die Stop-Motion-Produktion. Sein 1. Punkt geht an Dang, wenn ich das richtig... Oder nein, an 57, gell? An 57, ja, genau. Genau. Meine 2 Punkte gerichtet an 57 und der 1. Punkt an die Stop-Motion. Und jetzt kommt es noch auf deine Punkte drauf an. Dann hängt meine 2 an Dang, also an 66 und an Linard an 57. Eine. Und was wäre jetzt die Auswertung nach Adam Riese? 57 4 Punkte, 45 3 Punkte und Dang 2 Punkte. Nehmen wir einen Sieger. Dann ist der Sieger 57, ja, dann ist der Linard Lüchinger. Sieger mit 4 Punkten und dann ist der Stop-Motion knapp Zweiter und der Dang, obwohl ich seine Freundin kenne, dann ist er nicht, das ist jetzt auch nicht irgendwie Bevorzugung oder Benachteiligung, Dritt. Ja, herzliche Gratulation dem Gewinnervideo. Super geil gemacht, sehr kreativ. Und ich würde sagen, auf zur nächsten Challenge, weil mega viele haben gefunden, hey, es wäre cool, wieder mal so etwas zu machen. Schreibt doch unten dran in den Kommentaren, was eine nächste Challenge sein könnte. Und ich wähle mir eine aus, die wir dann wieder machen.